Es gibt nur einen, den man in so einem Moment an seiner Seite haben möchte. Seinen treuen Hund. Ich bin Steve Martino, der Regisseur von Die Peanuts, der Film. Die Peanuts habe ich als Kind mit meinem Vater entdeckt. Ich glaube, Charlie Brown war die erste Figur, die ich je versucht habe zu zeichnen. Charles Schulz hat auf wundervolle Weise die alltäglichen Kämpfe festgehalten, die wir alle nur zu gut kennen. Es war, als würde ich mich in jeder dieser Figuren wiedererkennen. Es gab Zeiten, in denen ich wie Linus war. Hey, Charlie Brown! Oh. Und in anderen war ich definitiv Charlie Brown. Wir wollen diesen Figuren und ihren Eigenarten gerecht werden, aber auch ein großes Abenteuer schaffen. Steve Martino kann sehr genau artikulieren, wie er Charles Schulz' Handschrift aufnehmen und sie für das heutige Publikum transportieren möchte. Er kennt das Peanuts-Universum so gut, dass er für uns der ideale Ratgeber bei der Umsetzung war. Das geht nicht. So etwas hat er nie in den Comicstrips getan. Sein Wunsch, alles perfekt zu machen, war von Anfang an offensichtlich. Wir spüren eine Riesenverantwortung, Schulz gerecht zu werden. Er kam als ihr Wunschregisseur an Bord. Und er hat alle Erwartungen bei diesem Projekt übertroffen. Jeder hier im Blue Sky Team spürte die Verantwortung, es nicht zu vermasseln. Wir lieben und schätzen unsere Erinnerungen an diese Figuren und wollen diese Tradition weitergeben. Die Peanuts, der Film. Ab Weihnachten nur im Kino. In 3D.